Ja, hallo, hier ist Christian Hemschemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach. Ich hoffe, ihr genießt die Zeit zwischen den Jahren, beziehungsweise Silvester. Ja, heute mal ein Thema, was mir echt so auf den Nägeln brennt. Ich könnte durchdrehen irgendwie. Also, ihr wisst ja, Polarität ist für mich ist ein Riesenthema, was ich super wichtig finde. Und ich glaube auch eigentlich allermeisten Menschen super wichtig finden. Also Mann-Frau-Polarität in Beziehungen und beim Dating gehört eben dazu, dass der Mann als erstes die Frau küsst. Also das ist ich denke mal, also gut, das natürlich gibt es immer Menschen, die das anders sehen und es gibt, man kann ja auch einer umgekehrten Polarität sein, ist ja auch wurscht. Aber ich denke mal, ich spreche für die meisten, dass sie der Meinung, also auch die meisten Frauen, dass sie der Meinung sind, ja, dass also ein Mann, also es gehört halt zur männlichen Polarität, Risiken einzugehen und gut. Man kann sich das natürlich leichter oder schwerer machen, aber wenn eigentlich alle Anzeichen da ist und die Frau eigentlich nur noch erwartungsvoll schaut, ja, dann kann der Mann sicherlich dieses Mini-Risiko, was wie gesagt zur männlichen Polarität gehört, Risiken eingehen, Entscheidungen treffen. Ja, ist das Teil seiner Aufgabe irgendwie, ne? Das zu machen irgendwie, ne? Genauso wie er das erste Date organisiert und so weiter. Und also ich denke, das fühlen auch die meisten so außerhalb von Deutschland sowieso oder von Europa oder also sage ich mal in lateinamerikanischen Ländern oder in was weiß ich, im Nahen Osten oder so. Ihr könnt mir nicht für wetten, dass das noch viel krasser ist, aber gut. Und was man aber immer wieder in Filmen sieht, ist, dass die Frau den Mann küsst. Ich könnte durchdrehen, also die Filme, die ich jetzt zu Weihnachten schon wieder geguckt habe, also fast durchgängig küsst die Frau den Mann. Und ich schneide euch da jetzt mal ein Beispiel rein hier aus dem Film, also ein alter Film, aber ich habe es aber auch einen neuen Film gesehen jetzt, aber da ist besonders krass, finde ich, Before Sunrise, kennt ihr vielleicht. Ja, schaut euch das mal an. So, hier haben wir jetzt so eine typische Horrorszene, wie sie in. Ich weiß nicht, ich habe so viele Weihnachtsfilme gesehen, überhaupt so viele Filme, die ich gesehen habe, wo es immer wieder ist, dass die Frau den Mann küsst. Es ist zum Verzweifeln. Es ist wirklich. Es ist ein großartiges Beispiel hier in Before Sunrise, ein ziemlich alter Film, aber es ist auch ein neuen Film. Ich sehe echt krass. Das ist einfach großartig. Ja. Wohlgemerkt, die sind jetzt schon, ich glaube, einen halben Tag zusammen. Es ist klar, dass sie ihn gut findet. Die haben sich im Zug kennengelernt. Die laufen jetzt schon den ganzen Tag durch Wien. Er hat sie aber immer noch nicht geküsst und trotz x Gelegenheiten. Und ja, jetzt sind sie im Riesenrad nach Stunden. Und obwohl sie extra wegen ihm aus dem Zug ausgestiegen ist. Naja, okay. Wunderschön. Ich meine, wir haben jetzt einen Sonnenuntergang. Ja. Es gibt ein Riesenrad. Ich glaube, das wäre vielleicht. Nicht zum Aushalten. Also er fragt jetzt quasi, ob er sie küssen darf. Also an alle Männer macht es nie. Geht das Risiko ein und dann wird man eben zurückgewiesen notfalls. Aber ich meine, hier ist es echt überhaupt kein Risiko mehr. Die verbringt schon den ganzen Tag mit ihm. Sie guckt ihn an, sie findet ihn offensichtlich gut und ja, also ein bisschen Rest an Risiko, weiß ich nicht, ist in der männlichen Polarität schon irgendwie, sollte man schon mal zeigen. Und auch von die Frau erwartet das auch zu Recht. Und das ist einfach für ganz viele Frauen totaler Abturner, wenn ein Mann dann so danach fragt, anstatt das Risiko einfach einzugehen. Was? Du weißt schon. Nein, jetzt küsst sie. Soll das heißen, dass du mich küssen möchtest? Also, wie so ein dummer Schuljunge, jetzt küsst er sie immer noch nicht. Es ist einfach furchtbar. Guckt euch so einen Scheiß nicht ab, wirklich.
Oh, es ist grauenvoll. Grauenvoll. Ansonsten natürlich ein schöner Kuss, aber. Oh, gut. Ja, oberkrass. Also so schlimm, wie dieser Mann, darum, wie so ein Schuljunge. Ja, ich möchte dich küssen. Und das wirklich nach Stunden Date. Nach Stunden, wo die stundenlang durch Wien rennen und sie sowieso schon tausend Anzeichen gegeben hat, dass sie ihn gut findet. Er hat sie ihm zu kennengelernt. Sie sind, da war er noch voll in seiner Polarität, hat sie angesprochen, hat sie gefragt, ob sie nicht Lust hat, mit ihm auszusteigen. Also alle Zeichen, dass sie ihn gut findet, aber das geht nicht, ne? Und das ist in X-Filmen und dann gucken und kann nur sagen, Männer, guckt euch diesen Scheiß nicht ab. Wirklich, es ist schlimm. Und ich kann auch nur Frauen raten, auf solchen Sachen zu achten, weil ein Mann, der nicht in seiner Polarität ist, ich will jetzt nicht sagen, dass es direkt ein Red Flag ist, aber also, da kann es schnell Probleme geben mit der Chemie, so, ne? Und noch ein anderes Beispiel, schneide ich auch noch mal rein. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Ja. Unglaublich. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Er küsst sie einfach und nicht so ein Scheiß, ey. Oh. Auch hier, jetzt haben sie schon geküsst, jetzt sagt er wieder nicht, küsst sie einfach oder sagt man wegen, hey, ich muss dich jetzt küssen oder irgendwie sowas. Nein, er sagt, ich will dir ein Geheimnis verraten, komm mal näher. Oh mein Gott, es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Ich weiß nicht, wer solche Drehbücher schreibt. Also, es ist einfach nicht. Es ist wirklich diese gruseligen Auswirkungen, weiß ich nicht, dass alles immer gleich ist. Und also, ich bin ja auch der Meinung, dass ja, so wirklich unsere Gesellschaft mehr weibliche Energie braucht oder das Männliche sicherlich letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten vielleicht nicht immer nur das Beste gebracht hat. Aber gut, letztlich geht es immer darum, dass es in Ausgleich kommt und sicherlich ist es gut, wenn auch weibliche Energien wieder mehr reinkommen mit Umweltschutz und ich weiß nicht was. Aber das heißt nicht, dass man seine Polarität aufgeben sollte. Nein, 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 nein. Okay, es musste mal gesagt werden. Schaut mal auf meinen, gibt auch einen privaten YouTube-Kanal von mir jetzt mit so ein bisschen experimentellen Videos oder Nice Geiles Leben oder was auch immer, was mir da einfällt. Außerhalb dieses Liebeship-Konzeptes. Hemmschirm mal privat heißt der. Die Selbstliebe-Challenge geht bald los. Und last but not least, du kannst auf dem Liebeship-Kanal, wenn du mich unterstützen magst und sagst, boah, es hat mir so viel geholfen, deine Videos. Denk mal über die Kanalmitgliedschaft nach. Ab 4,99 im Monat. An jederzeit kündbar und ja, eine super Unterstützung für meine Arbeit.